Und bei mir ist jetzt Außenminister Sebastian Kurz im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Außenminister, auch Sie haben heute wieder Griechenland scharf kritisiert, dass es die Flüchtlinge, die dort ankommen, einfach durchwinkt. Aber was soll Griechenland mit 150.000 Asylwerbern machen, die dort allein schon im ersten Halbjahr angekommen sind? Naja, durchwinken ist keine Lösung, weil das verschiebt das Problem und verschärft es nur. Insofern braucht Griechenland natürlich Unterstützung im Umgang mit den Flüchtlingsströmen. Es wäre natürlich notwendig, sich auch auf eine europäische Verteilung zu einigen. Aber wie gesagt, der derzeitige Zustand, der ist natürlich eine Gefahr für den europäischen Gedanken, dass es innerhalb der EU keine Grenzen gibt. Aber es gibt keine Verteilung in Europa. Griechenland hat etwa 11 Millionen Einwohner, nicht so viel mehr als Österreich, und hat schon 150.000 Asylwerber im Land. Was sollen die Griechen denn anders machen, als die weiterzuschicken? Naja, also zum Ersten, wenn wir uns die Asylzahlen in diesem Jahr anschauen, dann muss man ganz klar sagen, dass Österreich mehr Flüchtlinge hat als Griechenland und Italien zusammen. Das bedeutet, dass man nicht so tun darf, als wären nur Griechenland und Italien betroffen, sondern die Situation im Moment schaut ganz anders aus. Aber da sind Sie ja jetzt ein bisschen ungenau. Das ist ja deswegen so, weil Griechenland die Leute weiterschickt. In Griechenland sind bisher fünfmal so viele Leute angekommen als in Österreich heuer. Die gehen halt weiter. Was sollte denn Griechenland machen mit den 150.000, wenn sie es nicht weiterschickt? Angekommen. Zum Ersten muss Griechenland einmal für eine ordentliche Grenzsicherheit sorgen und dafür sorgen, dass auch der Kampf gegen die Schlepper ordentlich geführt wird. Derzeit findet genau das Gegenteil statt. Die Griechen führen mit den Fähren die Flüchtlinge nicht einmal mehr nach Athen, wo sie sich theoretisch registrieren lassen könnten, sondern sie führen sie direkt nach Thessaloniki, weil das der nächstgelegene Hafen an der mazedonischen Grenze ist. Das heißt, ja, ich bin sofort dafür zu haben, dass es europäische Unterstützung dafür gibt, die Grenze dort zu sichern, dass es europäische Unterstützung auch dafür gibt, die Flüchtlinge in Griechenland zu versorgen beziehungsweise die Verfahren möglichst rasch durchzuführen. Aber das ständige Weiterreichen, das ist einerseits ein Bruch von Dublin und andererseits eine Gefahr für unseren europäischen Gedanken des Schengen-Raums mit sicheren Außengrenzen, aber dafür keinen Grenzen innerhalb der Europäischen Union. Aber wenn Sie sagen, Griechenland muss diese Außengrenze sichern, was verlangen Sie denn da genau? Dass die griechische Marine alle Flüchtlingsboote vor den griechischen Inseln abfängt und dann was tut? Naja, zum Ersten gibt es ja natürlich Ziel, gegen Schlepper aktiver vorzugehen. Das wird in Griechenland im Moment überhaupt nicht getan. Aber was soll genau passieren? Was soll Griechenland machen? Na, es kann Griechenland nicht alleine lösen, sondern meiner Meinung nach braucht es einen gesamteuropäischen Ansatz. Das bedeutet ein stärkeres Aktivwerden vor Ort, gegen Fluchtgründe anzukämpfen, damit Flüchtlinge erst gar nicht weiter nach Europa fliehen müssen. Zum Zweiten brauchen wir sichere Flüchtlingscamps, in denen die Flüchtlinge bestmöglich betreut werden können. Da gibt es sicher eine Bereitschaft, nicht nur von Österreich, sondern von vielen anderen Staaten, da auch einzuzahlen. Das würde zu einer Entlastung führen. Das kann man nur gesamteuropäisch tun. Und zum Dritten muss Griechenland gemeinsam mit der Europäischen Union Wege finden, die Flüchtlinge dort vor Ort zu betreuen, die nach Griechenland strömen. Denn so ist es in Dublin vorgesehen. Darüber hinaus brauchen wir dann, sobald es einen positiven Bescheid gibt, natürlich eine bessere Verteilung auf die Europäische Union. Aber die Alternative, also das, was jetzt getan wird, des Durchwinkens, das gefährdet die europäische Idee und das halte ich für Wahnsinn. Aber das alles, was Sie gerade fordern, was die EU da alles machen soll, Griechenland unterstützen, eine Quote, eine gerechte Verteilung, das alles passiert nicht. Es wird schon ein halbes Jahr sehr intensiv darüber geredet, aber in den einzelnen Hauptstädten relativ wenig in der EU. Man hat den Eindruck, die im Verhältnis relativ belanglose Griechenland-Euro-Krise war der EU ein viel größeres Problem als das. Was rennt denn da falsch? Ja, das ist einer meiner Kritikpunkte. In der Euro-Krise ist es gelungen, dass sich die Staats- und Regierungschefs, aber auch die Finanzminister fast wöchentlich getroffen haben, um eine Lösung zu finden. In der Flüchtlingskrise gab es teilweise die Verweigerung, die Themen überhaupt auf die Tagesordnung zu nehmen. Ich glaube, ein Hauptproblem ist, dass sehr viele Staaten in der Europäischen Union kaum betroffen sind. 18 Staaten zum Beispiel haben insgesamt so viele Flüchtlinge wie Österreich alleine. Das bedeutet, es gibt sehr, sehr viele Staaten, die weder ein Interesse an einer Quote haben, noch an einer Behandlung des Themas. Drum ist man sehr spät in der Europäischen Union hellhörig geworden.
Und zum Zweiten, und das wollen wir auch mit dem Westbalkangipfel ändern, war der Fokus aufgrund der tragischen Fälle der Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrunken sind, vor allem auf die Italien-Mittelmeer-Route und gar nicht auf die Westbalkan-Route. Es ist viel zu spät ein Bewusstsein eingetreten, aber ich hoffe, dass jetzt die Dinge in Bewegung kommen, denn sonst werden immer mehr Staaten versuchen, das Thema für sie alleine zu lösen und Ungarn wird nicht das einzige Land bleiben, das mit einem Grenzzaun versucht, die Dinge in den Griff zu bekommen. Jetzt sagen Sie ja schon immer wieder in Interviews, wenn es keine europäische Lösung gibt, dann wird sich Österreich überlegen müssen, warum es für Flüchtlinge so attraktiv ist. Nachdem Sie das schon so oft gesagt haben, werden Sie sich ja schon überlegt haben, warum ist Österreich so attraktiv? Ja, es gibt einige Gründe. Das hat natürlich vor allem einmal damit zu tun, dass bei uns Verfahren sehr schnell stattfinden, dadurch die Familienzusammenführung auch sehr schnell danach stattfinden kann. Das hat damit zu tun, wie unsere Arbeitsmarktsituation ist und wie hoch auch die sozialen Standards in Österreich sind. Das ist natürlich ein Hauptgrund dafür, warum wir attraktiv sind. Dann gibt es weitere Gründe, wie zum Beispiel, dass dort, wo es schon Communities gibt, diese Communities zusätzlich Personen aus diesen Herkunftsländern anziehen. Nachdem wir schon eine sehr große muslimische Community haben, aber auch viele Syrer mittlerweile haben, sind wir so wie Deutschland da natürlich attraktiver als andere. Gut, wie wollen Sie das dann ändern, wenn es keine europäische Lösung gibt? Sie werden weder die syrische Community kleiner machen können, wollen Sie die Sozialleistungen kürzen, wollen Sie die Verfahren wieder verlangsamen? Es wird eine Diskussion über Sozialleistungen geben, es wird eine Diskussion darüber geben, was man im Bereich der Grenzsicherheit noch alles tun kann. Und ich glaube, wenn wir uns das alles ersparen wollen, dann braucht es schnell einen europäischen Ansatz. Wenn Sie sagen, Österreich muss sich dann auch was bei der Grenzsicherung überlegen, was kann das sein? Naja, das wird eine Diskussion darüber sein, ob überhaupt Flüchtlinge aufgenommen werden können, die von einem sicheren Land, also von Griechenland, in ein Land wie Mazedonien weiterziehen, ohne dass es in Griechenland einen Grund zur Flucht gibt. Und diese Diskussion wird sich fortsetzen. Was heißt das konkret? Wer nach Österreich kommt, kriegt grundsätzlich kein Asyl mehr, weil er kommt auf jeden Fall aus einem sicheren Land. Ich glaube, es wird dann eine Diskussion darüber geben, ob man nicht Blitzverfahren durchführen kann, um sofort festzustellen, ob die Person in den Ländern, aus denen sie durchgereist ist, dort schon in Sicherheit war. Ich glaube, solche Diskussionen werden kommen, wenn es keine gesamteuropäische Lösung gibt, verbunden natürlich mit wesentlich intensiveren Grenzkontrollen. Und ich glaube, all das sollten wir uns ersparen und all das können wir uns ersparen, wenn wir als Europäische Union mit den Griechen kooperieren und dort die Dinge in den Griff bekommen und gleichzeitig aktiv werden in den Herkunftsländern der Flüchtlinge. Dänemark kürzt mit 1. September die Sozialleistungen für anerkannte Flüchtlinge, die allerdings deutlich höher sind als in Österreich, etwa um die Hälfte. Wollen Sie Ähnliches in Österreich auch? Ich glaube, das ist keine Entscheidung des Außenministers alleine. Natürlich nicht, aber fänden Sie es vernünftig? Ich fände es vernünftig, alles zu tun, zunächst einmal eine europäische Lösung zustande zu bringen. Ich bin ein glühender Europäer und ich glaube nach wie vor daran, dass wir als Europa auch solch eine Krise bewältigen können. Wenn das nicht stattfindet, dann wird es natürlich Diskussionen über Sozialleistungen, aber auch über die Grenzsicherung, über die Frage, wenn jetzt jemand flieht und durch 7 Länder durchzieht, bis er in Österreich ankommt, zu wie viel Prozent ist er da noch Kriegsflüchtling und zu wie viel Prozent ist er eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen weitergezogen? All diese Diskussionen werden kommen, wenn es keine europäische Lösung gibt. Und das ist der Grund, warum ich Sie auch so intensiv einfordere. Sie haben in den letzten Tagen mehrfach gesagt, dass es ein stärkeres militärisches Vorgehen gegen den sogenannten Islamischen Staat geben muss. Die EU muss da auch militärisch vorgehen, sagen Sie. Ihr ÖVP-Ministerkollege Ruprecht hat sogar Bodentruppen verlangt. Jetzt mal ganz ehrlich, ist es nicht zynisch, wenn ein neutrales Land wie Österreich von anderen verlangt, sie sollen Soldaten in den Krieg schicken? Es ist nicht unsere Rolle, einem anderen Land vorzuschreiben, was es tun soll, aber wir können sehr wohl anregen, was wir für richtig erachten würden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Länder, die die militärischen Kapazitäten dazu haben, intensiver gegen den IS-Terror vorgehen sollten und dass wir nicht nur diejenigen sind, die groß reden und selbst nichts tun, habe ich auch angeregt, dass wir auch einen Schritt weitergehen sollten und zum Beispiel Schutzausrüstung an diejenigen liefern sollten, die sich vor Ort gegen die IS-Terroristen verteidigen. Das haben wir in der Vergangenheit so gut wie nie getan. Das heißt, auch das wäre ein großer Schritt für Österreich. Ich muss jetzt aber noch mal fragen, ist es nicht zynisch zu sagen, andere Länder sollen Soldaten schicken, Österreich schickt Schutzwesten?
Nein, es ist nicht zynisch, denn es haben unterschiedliche Staaten unterschiedliche Kapazitäten und auch rechtliche Möglichkeiten. Und es ist ja auch nicht die Ende der Fahnenstange, Schutzwesten zu schicken, sondern es ist ein großer Schritt. Es wäre ein Signal und ein Symbol. Und wenn, Sie dem, Verteidigungsminister zugehört haben, den Sie ja, glaube ich, gestern interviewt haben, dann hat der ganz klar gesagt, dass sobald es zum Beispiel ein UNO-Mandat gäbe, dass er sich auch vorstellen könnte, dass sich Österreich da beteiligt. Und das halte ich für absolut richtig. Sagt Außenminister Sebastian Kurz, weil er wieder zur Westbalkan-Konferenz musste, haben wir das Gespräch am Abend aufgezeichnet und um etwa 5 Minuten gekürzt. Das gesamte Interview können Sie nach der Sendung online auf dvdorf.at sehen. Und um das Thema Flüchtlinge geht es auch gleich nach der ZIP 2 heute nochmal ausführlich im Weltjournal.